Garten- und Winterträume 2021 hier in Überherrn auf dem Linzerhof. Eine ganz tolle Messe und ja, wir werden heute sogar schon erwartet, denn wir bekommen eine kleine Führung über die Messe. Und hier ist auch schon Marion. Guten Morgen, Marion. Guten Morgen, herzlich willkommen bei der Gartenträume Winterträume. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hier geht's rein und man sieht auch schon, wir haben kurz nach 10 Uhr und schon sind die ersten Gäste da. Richtig, also ich denke, die Leute freuen sich jetzt wieder. Was Schönes hier auf dem Linzelhof. Normalerweise sind wir traditionell über Christi Himmelfahrt. Das ist in diesem Jahr leider ausgefallen und deswegen haben wir die beiden Messen eben kombiniert. Und ich denke, viele haben Lust darauf. Wir hatten im Vorfeld schon Online-Tickets auch verkauft und da sieht man schon, dass das Interesse da ist, um so eine schöne Sache draußen unter freiem Himmel zu besuchen. Marion, bevor es losgeht, für die, die es nicht wissen, was genau ist denn Garten- und Winterträume für eine Messe? Gartenträume, da findet man hier alle schöne Spezialisten, Experten, die im Gartenbereich halt eben was anbieten. Und da geht es um Pflanzen, Blumen, Zwiebel, Dekos, alles Mögliche für den Gartenbereich. Und Winterträume, sagen wir immer, die schönen Dinge des Lebens. Man bräuchte es nicht unbedingt, aber wenn man es sieht, ist man verliebt und will man es einfach gerne haben oder verschenken oder wie auch immer. Also es geht hier rund um die schönen Dinge des Lebens, sowohl Indoor als auch Outdoor. Genau, es also die Aussteller stehen alle Outdoor, aber die Produkte sind alle für In- und Outdoor-Bereich geeignet und manche Aussteller stehen unter Überdachungen, aber alles unter freiem Himmel, schöne Abstände zwischen den Ständen und sehr viel Platz, um gerade auch in dieser Zeit Freizeitunterhaltung zu machen, draußen auf dem schönen Linzerhof. Genau, wir müssen ganz kurz auf das Thema zu sprechen kommen, natürlich, klar, Corona, das heißt auch ihr habt ja einige Auflagen, die ihr erfüllen müsst. Genau, wir haben da Auflagen wegen der maximalen Zahl der Besucher und die Registrierungspflicht und so weiter. Aber das läuft eigentlich alles über unseren Online-Vorverkauf ab. Und auch hier vor Ort an der Tageskasse gibt es die Möglichkeit, Karten zu kaufen mit dieser Registrierung. Und wir sorgen dafür, dass nicht zu viele Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sind, damit jeder ruhig genießen kann und sich schon das Schönste aussuchen kann für die kommende Jahreszeit. Genau, denn darum geht's. Garten- und Winterträume. Und hier geht's auch schon direkt los mit interessanten Bänken. Genau, diese Bänken leuchten. Das ist natürlich gerade in der dunklen Jahreszeit sehr interessant. Im Stein sind so Lichter drin und da sieht man eigentlich abends im Garten wunderschöne Lichteffekte. Man kann auch noch darauf sitzen. Es ist eigentlich Kunst und ein Möbel gleichzeitig. Und das ist natürlich immer passend. Und vor allem, wenn man was Besonderes im Garten will, muss man das sich bestimmt anschauen. Auf jeden Fall sehr interessant. Es geht schon spannend los. Guten Morgen. Aber hier sind wir dann schon direkt im Indoor-Bereich. Genau, es ist heutzutage auch die Kombination gerade, welchen Stil hat man im Indoor-Bereich und was will ich auch Outdoor machen. Man lässt das einfach ganz schön überfließen und dafür gibt es hier verschiedene schöne Möbel für den Innenbereich, die man teilweise auch draußen aufstellen kann und damit man eine wunderschöne Kombination zum Beispiel komplett aus Holz machen kann, sowohl drinnen als auch draußen mit Holzmöbeln und in Kombination mit anderen Materialien. Jetzt muss man ganz kurz erklären, das Ganze sind ja natürlich Aussteller hier auf der Messe. Kennst du denn jeden Einzelnen und alle Produkte, die hier angeboten werden? Nicht alle Produkte, weil jede haben natürlich jedes Jahr auch wieder was Neues mit dabei. Alle Aussteller schon, aber es sind auch immer jedes Jahr wieder einige neue mit dabei. Also eine feste Gruppe, die hier gerne kommen und auch feste Kundschaft haben. Aber auch immer wieder neue Aussteller, die dann auch wieder spannende Produkte anbieten für alle Liebhaber hier in der Region. Klasse. Sehr schön. Ich finde es jetzt schon, gerade mal zwei Stände gesehen, jetzt schon mega spannend. Sehr interessant. Ja, Hunde sind auch erlaubt hier. Genau, Hunde an der Leine. Es ist ja alles im Freien und gerade hier auf dem Hof, würde ich sagen, passen ja auch Tiere dazu. Es ist einfach gesund für alle hier rumzuspazieren und sich schöne Dinge anzuschauen und sich zu freuen und mal wieder die Seele baumeln zu lassen. Du hast ja schon gesagt, ihr seid schon ein paar Jahre hier. Zum wievielten Jahr seid ihr schon hier? Normalerweise haben wir natürlich immer die Gartenträume über Christi Himmelfahrt. Das ist schon mehr als 15 Jahre. Also da sind wir schon 18 Jahre hier unterwegs, würde ich sagen. Und die Winterträume, das ist auch schon wieder zum fünften Mal hier. Ja. Winterträume, man sieht es auch schon. Es ist sehr winterlich auch, sehr weihnachtlich. Das heißt, man kann jetzt schon anfangen, seine Wohnung ja, so langsam umzudekorieren. Genau, wir werden in diesem Jahr, normalerweise machen wir das natürlich auch gerne, aber gerade in diesem Jahr sehr viel Zeit zu Hause verbringen, weil wir doch etwas mehr zu Hause bleiben sollen. Und dann muss man das sehr schön machen, damit man sich jeden Abend freut über seine eigene schöne Wohnung zu Hause und wie man alles draußen schön beleuchtet und zu dekoriert hat.
Genau, denn da soll man es natürlich schön haben, gerade zu Hause und genau wie du sagst, gerade zu Zeiten wie diesen, wo wir ja doch mehr zu Hause sind. Aber auch interessant, auch mal wieder was ganz anderes. Genau, hier sind so Natursteinmauern, das ist auch für den Garten normalerweise natürlich gemeint. Im Frühjahr ist dieser Aussteller auch oft präsent und er hat jedes Jahr eigentlich wieder neue Produkte mit dabei, was er sich alles selbst ausdenkt. Und das sind sehr schöne farbige Mauern, so mit Mosaik, also damit hat man einen ganz besonderen Stil zu Hause, würde ich sagen. Und das Angebot, man sieht, es ist sehr vielfältig, es geht von floristischen Objekten, Deko, diese Natursteinmauern. Wenn man sich wirklich sowas sucht, wird man hier fündig, aber auch Blumenzwiebeln sind mit dabei, eben gerade zu Weihnachten. Der Weihnachtsblumenzwiebel Amaryllis ist mit dabei, die natürlich schön in der Blüte kommt zu Weihnachten. Und auch andere Blumenzwiebel jetzt einpflanzen. Und dann hat man im Frühjahr nochmal wieder schöne Überraschungen von der Gartenträume, Winterträume, weil die blühen natürlich alle erst im Frühjahr. Denk an Zierlauch, schöne Tulpen und so weiter. Jetzt muss ich noch eins fragen. Ich sehe hier gerade diese sehr interessante Fahne. Ich höre so ein bisschen Akzent bei dir raus. Du bist nicht aus dem Saarland. Nein, nein. Wir sind oft im Saarland und gerne im Saarland, aber wir kommen aus den Niederlanden als Veranstalter hier. Und die Aussteller sind auch alle eine Mischung so von Firmen aus der Region, aus ganz Deutschland und sind auch welche aus Niederlanden und Belgien mit dabei, damit man immer was anderes findet als hier im Geschäft. Und verschiedene Firmen hier aus der Region sind natürlich auch präsent. Aber es ist, denke ich, auch interessant, mal was anderes zu entdecken mit dabei. Und ja, als Veranstalter haben wir uns alle testen lassen. Also damit ist hier eine sichere Umgebung, auch in dieser Zeit, wenn wir hierher gefahren sind. Also eine bunte Mischung mit einem bunten Angebot für alle möglichen Interessen. Und es geht schon direkt weiter. Das sind jetzt Seifen sogar. Genau, hier ist ein großer Stand mit dem Thema Seifen, also Savon de Provence, also verschiedene Seifen, natürlich aus der beliebten Region in Frankreich. Und ja, verschiedene Ketten sind auch davon gemacht, also einmal dekorativ zu benutzen, als auch natürlich nützlich einzusetzen, also alles Mögliche. Und eine große Mischung in verschiedenen Farben und verschiedenen Duften, also ein großer Stand, weil viele hier aus der Region kennen auch gerade diese Anbieter und ja, schauen und immer hier gerne rum. Du hast gerade was Tolles angesprochen, Düfte. Ich meine, wir tragen jetzt hier beide Masken, aber selbst durch die Maske, sehr interessante Duft hier. Genau, das ist dieser Luft, was man immer schön riecht und wo man auch zu Hause schauen kann, ja, welche Duft mag man und was möchte ich gerne in meinem Zuhause, damit ich da jeden Tag davon genießen kann. Und du hast recht, es kommt gerade durch die Maske durch. Also das heißt, man kann mit allen Sinnen erleben, mit Maske. Genau, so ja. Soll es sein. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz hier rüber, bevor wir dann die andere Runde weitermachen. Ja, auch hier wieder schöne Deko-Möglichkeiten, Einrichtungsmöglichkeiten. Genau, ein bisschen so Trend ist auch dieser natürliche Stil. Man sieht ganz viel mit Holz jetzt und ja, ich denke, das passt auch sehr gut zu der aktuellen Zeit. Natur pur genießen und lieben. Und da gibt es hier verschiedene Beispiele und verschiedene Möglichkeiten. Und eigentlich haben die Firmen auch alle so ihre Weihnachtstrends parat. Ja. Genau, ich meine, passt ja auch, wir sind hier kurz vor Weihnachten. Man glaubt ja gar nicht, es ist echt gar nicht mehr lange hin bis Weihnachten. Es sind noch einige Tage, aber gerade die Vorfreude, ist die nicht am schönsten, dass man sich erstmal ausdenkt, was man alles haben will, wie man es alles haben will und wenn das dann, ja, wenn man die passende Artikel auch findet, das macht ja richtig Spaß, um im Nachhinein dekorieren zu können. Da gebe ich dir recht. Ich freue mich auch immer drauf, wenn es jetzt soweit ist, die Wohnung schon mal umzudekorieren, einen anderen Look reinzubekommen. Das Ganze ein bisschen schön, ein bisschen feierlich, einfach so ganz nach, ja, einfach, wie ich schon sagte, einfach andere Stimmung reinbringen. Genau, und das Schöne ist ja auch, es ist nicht alles, klar, es gibt diese typische Weihnachtssachen, aber es gibt auch viele Sachen, die passen gerade jetzt schon zu der Stimmung rein. Die sind kuschelig, die sind warm, die sind behaglich. Wenn es abends draußen dunkel ist und kälter wird, dann passt das schon. Es muss nicht nur unbedingt an den Weihnachtstagen dastehen, aber kann eigentlich jetzt schon stehen und dann bis in der Frühling rein, würde ich sagen. Ich sehe, du magst Weihnachten. Ich mag sicher Weihnachten, aber ich mag auch, ja wie gesagt, es ist natürlich eine tolle Kombination mit Gartenträumen. Was ich eigentlich mag, ist die schöne Dinge finden, damit man zu Hause träumen kann, im eigenen Haus, im eigenen Garten und immer mal denken, was passt noch dazu, wie kann ich es noch schöner machen, wie kann ich es noch schöner haben und ja, einfach genießen und ich denke, das ist auch wichtig. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich bin fast erschlagen von dem
Angebot hier. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll, denn es ist nicht nur von wegen, dass einzelne Produkte präsentiert werden, sondern auch immer schön, ja, wie kann ich die Produkte denn dann nochmal präsentieren, zu Hause, mit verschiedenen Möglichkeiten. Also, wow, also gefällt mir richtig gut hier, jetzt schon. Ja, man muss nicht vergessen, es ist natürlich eine Ausstellung, wo jeder Stand ist ein Spezialist. Der liebt sein Produkt, der kennt sein Produkt, gibt Beratung dazu, Infos, Tipps. Also man hat überall, und wo findet man das, an jedem Stand ja, Beratung und Tipps von einem Fachmann. Und das ist natürlich immer schön. Ich muss mal ganz kurz zurückgehen. Hier gibt es direkt Gefahrenhinweise sogar. Ja, das ist natürlich, ist das, gehen wir langsam jetzt im Winterträume-Bereich hier jetzt, wo wir jetzt sind. Und da passen natürlich auch Delikatessen und was Leckeres passen dazu. Und dann ist sowas natürlich sehr passend. Auf jeden Fall ein Hingucker und man bleibt da auch direkt stehen. Klasse. Sehr schön. Ja, Delikatessen natürlich gibt es auch dann die Möglichkeit hier, ja, sich kulinarisch anzudecken. Genau, lecker. Viele verschiedene leckere Delikatessen, Köstlichkeiten, auch aus verschiedenen Regionen. Also ein bisschen, ja, die Welt kann man hier ausprobieren, riechen und sich schmecken lassen, würde ich sagen. Weil es gibt aus verschiedenen Regionen aus der Welt hier leckere Dinge zu bekommen. Also nicht nur, wie du sagtest, hier Saarland, Frankreich. Nein, die ganze Welt ist vertreten. Genau, es sind unterschiedliche Sachen. Also wir haben da auch verschiedene Whisky-Sorten halt eben und gerade dieses Nougat, aber auch ja, verschiedene Käsen aus verschiedenen Regionen. Also man kann sich heute Abend, wenn man sich hier was sucht, oder morgen, übermorgen, auch abends noch weiter genießen von dieser Stimmung. Genau, den Tag quasi nochmal mit nach Hause nehmen, nochmal Revue passieren lassen und einfach genießen. Und Musik gibt's auch. Musik für die Stimmung ein bisschen dabei, ne? Und das ist, ja, das macht das Flair, hier so rumzulaufen, zu genießen, einfach mal wieder die Seele baumeln zu lassen, rundet das eigentlich ab, muss ich sagen. Ne? Und hier sehen wir schon, es geht hier jetzt direkt weiter mit den Winterträumen. Genau, wir sind hier gerade auf dem Themenbereich Winterträume. Das ist hier im Innenhof von dem Linzlerhof auf die Wiese vor dem Hotel. Da ist vor allem sehr viel Winterträume konzentriert. Und das fängt schon an mit dieser vorweihnachtlichen Deko, Weihnachtssachen, Delikatessen, Schmuck, Mode. Also hier findet man das, was man eigentlich auch gerne schenken will, manchmal an Freunden, Bekannten, Familie. Und es ist doch gut, das heutzutage schon früh im Hause zu haben, damit man gut vorbereitet ist. Bevor wir mit den Winterträumen weitermachen, schauen wir mal kurz bei den Gartenträumen vorbei. Genau, hier geht es weiter hinter der Jagdschule zum Bereich Gartenträume. Das kennen die Leute auch traditionell von Gartenträume. Und da gibt es auch wieder verschiedene Anbieter, auch teilweise halt eben mit Pflanzen mit dabei. Und wir haben hier eine ganz tolle Obstbaumschule, die so verschiedene alte Obstbaumsorten mit dabei hat, Äpfelsorten, und dann kann man auch schauen, ja, ist eine Art spezielle Sonderschau, welche Äpfel wozu gehören und wo die herkommen und so weiter. Das kann man auch alles eben ausprobieren und beobachten hier. Genau, hier sind wir beim Oliven-Olli. Genau, genau. Das ist natürlich Produkte von dem Olivenbaum, jetzt geerntet und hier in verschiedene Ausführungen zu bekommen. Und ja, es ist, wie gesagt, auch vorher viele Delikatessen, hier halt eben Weine, auch mit Weinpflanzen, die man selbst einpflanzen kann. Und da gibt es weiter mit Kürbisse, natürlich auch passend halt eben zu dieser Jahreszeit. Also eigentlich ist es ein sehr unterschiedliches Angebot, damit eigentlich jeder zurechtkommt. Wer was sucht, der wird es bestimmt hier auch finden. Ich glaube, hier muss man gar nicht suchen, hier wird man einfach fündig. Denn die Auswahl ist wirklich riesig und so unterschiedlich. Also ich habe mich jetzt in der kurzen Zeit definitiv noch nicht satt gesehen, ganz im Gegenteil. Also ich habe da jetzt richtig Lust, danach nochmal ganz in Ruhe mir die einzelnen Sachen anzuschauen. Da ist da wirklich so viele Kleinigkeiten und große. Toll. Unbedingt machen, weil man muss einfach ein bisschen Zeit mitnehmen und wie gesagt einfach genießen unter freiem Himmel. Von dem, was man sucht. Eine mag mehr Gartensachen, andere mehr Winterträume-Sachen oder gerade beide. Es passt ja genau zu dieser Jahreszeit. Hier sind wir gerade eben bei dieser Obstbaumschule und dann sieht man schon die verschiedensten Äpfelsorten und dann ja, muss man einfach wissen, wie gut sein Wissen ist, ob er eben die Obstbaumsorten erkennen kann oder nicht. Aber es ist interessant, um da die ganze Kollektion zu entdecken. Also man erfährt hier auch noch einiges, man kann sogar noch einiges lernen. Einiges, sicher, ja.
absolut. Wie viele Aussteller sind denn hier? Wir haben um die 80, 85 Aussteller. Wow, das ist viel. Ja. Wir haben die schön auseinandergesetzt, etwas weiter auseinander als normal, um überall eben Abstand gut zu gewährleisten. Und das hat eigentlich super gut geklappt, muss ich sagen. Aber viel wichtiger ist, man sieht, es kommt beim Publikum an, alle ganz entspannt sind am Bummeln, schauen sich um. Ja, und wie du sagtest, halten auch hier Abstand überall. Genau, es ist ja auch Platz hier und man kann sich einfach überraschen lassen von dem Angebot, von den einzelnen Aufstellern. Da gibt es auch was Tolles, zum Beispiel eine ganz tolle Liege, die man eigentlich auch in jeder Jahreszeit gerne im Garten haben will. Wenn es zu kalt wird, nimmt man eine Decke mit dabei, aber einfach schön draußen auf die Liege und genießen. Und entspannen, genau. Hier ist einfach einladend. Ja, kann ich mir persönlich auch gut vorstellen, mit einem schönen Platz im Garten dann sieht toll aus. Ein Himmel mit Sternen. Mache ich später gerne. Und im Himmel mit Sternen ist das natürlich schön, abends. In der lauen Sommernacht, dann passend mit den kulinarischen Köstlichkeiten, die hier geboten werden, dann das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Genau, das passt dann ja auch perfekt, richtig. Und hier geht es noch weiter mit so Mosaiktische. Auch ein ganz anderer Stil halt eben für den Garten, aber auch für den Innenbereich. Und auch tolle Lampen halt eben in auch diese orientalische Stil dazu. Also wenn man gerade diese Richtung mag, dann ist das natürlich auch was Besonderes, um hier eben umzuschauen. Und da gegenüber haben wir dann halt eher diese englische Stil. Also ist eigentlich wohl schön, dass so diese verschiedenen Stilvariationen so gegenüber voneinander sind. Je nachdem man sein Zuhause gerne dekorieren will oder aufstatten will. Super. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, fast geflasht, möchte ich sagen. Lass mal kurz mal sacken und dann gehen wir nochmal rüber zu den Winterträumen. Genau. Ja, zurück bei den Winterträumen sind wir hier. Und hier ist jetzt viel auch für den Outdoor-Bereich wieder. Genau, also wir haben hier einiges an Dekos für sowohl drinnen als draußen. Lichterkette sind präsent, schöne Lampen für draußen und drinnen, um die weihnachtliche Atmosphäre schon zu kreieren. Aber warum nicht jetzt schon zu Hause einfach mit Licht ein bisschen mehr gestalten? Also ich denke, das bringt jeder gute Laune, das sieht super stimmungsvoll aus und die Ideen hier, man wird einfach inspiriert und geht volle Ideen heim und nimmt sich auch manchmal noch was mit. Das ist ja Sinn des Ganzen. Aber man sieht auch, also das ist Wahnsinn, wie viele Aussteller hier sind. Also das ist ja wie, ich denke mal, wenn man hier vorbeikommt, sollte man sich schon ein paar Stunden Zeit nehmen. Genau, es ist auch so mit Mode, also für jeden, der auf der Suche ist, gerade wieder für Mode, für die kalte Jahreszeit, aber auch für die festliche Tage halt eben. Ne? Ganz tolle Schmuck ist dabei, Silbersachen, ganz edel, halt eben aus Silber, verschiedene Schmuckstücke fürs Zuhause, zwischendurch. Ein bisschen ausruhen, entspannen ist wichtig. Dafür haben wir auch Sitzgelegenheit. Wenn man ein bisschen müde wird von dem ganzen Sache, kann man sich eben ausruhen. Und dann geht es wieder weiter, neue Ideen sammeln. Ganz tolle Holzbackofen sind zum Beispiel auch dabei. Ist auch was Besonderes jetzt für diese Zeit im Jahr. Also es gibt einfach zu viel, um auf einmal zu benennen, muss ich sagen. Es ist auch je nachdem, was man sucht, was man gerne haben will. Aber ich denke, es ist für jeden hier was dabei. Du hast ja gerade eben vorhin schon das Thema Holz angesprochen. Das heißt, ist so ein Trend auch gerade mit Naturholz. Gibt es noch weitere Trends für diesen Herbst, Winter? Also, was ich vorher gesagt habe, diese natürlichen Materialien, das ist eigentlich voll im Trend. Und ansonsten ist es auch je nach Geschmack, welche Farbe man ansonsten als Beifarbe dabei hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber halt eben so diese Natur-Holzsachen, Kränze aus natürlichen Materialien. Also, das ist wohl wirklich ein großes Thema. Holzbackofen, hast du schon erwähnt, darf natürlich nicht fehlen. Das sieht ja mal interessant aus. Ja, da kann man ruhig im Garten jetzt einladen und im Garten genießen von leckeren Dingen aus dem Holzbackofen selbst zu haben. Also nicht nur, wenn ich irgendwo zu einem Restaurant gehe, der das hat, aber man hat es jetzt selbst im Garten. Und am Mode hat es auch angesprochen, auch die gibt es hier. Da hinten gibt es noch viele, viele weitere Zelte mit interessanten Dingen, die hier zu entdecken sind. Ich würde sagen, wir gehen aber mal hier rüber, denn das sieht ja mal interessant aus da drüben. Ganz, ganz viele Kleinigkeiten, kleine Teilchen da drüben. Genau.
Genau. Also für die Kinder auch ganz tolle Sachen mit dabei. Ich denke, das mögen die Kinder wieder speziell. Also für jeden Mitglied der Familie ist was hier. Und hier gibt es auch nochmal einen Shop, wo man auch Workshops normalerweise machen kann, dass man auch sich selbst was Schönes zu Hause, man hat vielleicht ein bisschen Zeit heutzutage auch mehr, um sich selbst was zu basteln. Dann sind hier auch die passenden Materialien und Ideen und Tipps zu sehen bei diesem Aussteller. Also für diejenigen, die nicht nur fertige Sachen kaufen möchten, sondern basteln, alleine, gemeinsam mit der Familie, mit Freunden. Auch hier gibt es tolle Anregungen, Tipps. Ja, jetzt sind wir ja schon richtig beim Weihnachten, finde ich. Jetzt kommen wir hier im Weihnachtsthema, richtig. Dafür gibt es die ganz kleine Kleinteile, die gerade eben für die Weihnachtsbäume zu schmucken oder irgendwo auf einen Tisch zu stellen oder wie auch immer. Aber ja, alles um das Zuhause so weihnachtlich wie möglich zu haben. Sehr schön. Ja, Rot darf natürlich nie fehlen bei Weihnachten. Das ist eine Farbe, die hat immer Trend. Genau, aber in der Kombination mit Silber sieht man wohl viel. Oder wie gesagt, mit diesen natürlichen Farben. Also das ist wohl eine absolute Trendrichtung. Ja, auch ein Trend, den es wahrscheinlich im letzten Jahr, guten Morgen, im letzten Jahr noch nicht gab, sind eben auch Masken. Genau, das ist jetzt auch, wenn es sieht ja aus, wir müssen die noch einige Zeit tragen und dann kann man besser, ja, das schön und witzig machen, denke ich. Und dafür gibt es hier dann auch eine kleine Kollektion. Also an alles gedacht, für jede Situation gewappnet. Selbstgemachte Marmeladen, also auch selbstgefertigte Sachen, das ist auch ein Thema, denke ich. Wissen, wo es herkommt, wissen, wo aus der Region und dass es selbstgemacht ist, das ist auch ein großer Trend, würde ich sagen. Das Schöne ist ja, man kann ja auch mit den Händlern direkt hier in Kontakt reden, direkt nachfragen, Informationen bekommen. Da, ja, einfach den direkten Kontakt haben, um sich auszutauschen auch. Genau, das Menschliche eigentlich, ne? Dass man von Mensch zu Mensch fragen kann, Kontakt haben kann. Ne? Online ist eine interessante Welt, kann man viel Infos finden, aber ich denke, der Kontakt mit dem Mensch, das ist ja auch wichtig und das kann man gerade hier gut machen. Man findet bei jedem Aussteller, wie gesagt, Inspirationen, aber auch Tipps und Anregungen dazu und ja, man trifft sich, man hört und man hat einfach ein paar wunderschöne Stunden hier. Ein paar wunderschöne Stunden. Genau, und man hört raus, man kennt sich, man freut sich, sich zu sehen und tauscht sich aus. Ja, Marion, eure Messe, die Veranstaltung geht jetzt hier 3 Tage lang. Genau, heute ist von 10 bis 20 Uhr, morgen auch und Sonntag dann von 10 bis 18 Uhr. Abends ist auch wunderschön natürlich, weil wir haben noch spezielle Lichteffekte, die natürlich abends erst gut zur Geltung kommen. Da kann man auch noch schön genießen und heute ist noch Freundinnentag oder Freundentag, kann man schön zu zweit kommen und genießen, aber das ganze Wochenende gerne für alle Besucher sind wir da und die Aussteller und wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr doch im Saarland einiges Schönes bieten können. Das glaube ich. Und ja, auch wenn ich wiederhole, es wird super angenommen. Wir sind ja gerade am Anfang, es füllt sich immer mehr. Natürlich kann nicht jeder auf die Messe kommen. Ich weiß nicht, ob das gerade noch aktuell ist, aber ich habe gesehen, man hat auch die Möglichkeit, online sich die Sachen anzuschauen. Genau, wir haben auch Online-Shop sozusagen, wo man auch Sachen finden kann, weil gerade, wie vorher schon gesagt, wir haben eine bestimmte Zahl an Besuchern, die halt eben zugelassen werden dürfen. Aber ich denke, man kann jetzt, wenn man online schaut, da findet man auch, welche Karten noch zur Verfügung sind. Das ist alles halt möglich und auch hier vor Ort kann man Tickets kaufen. Es kann sein, dass man vielleicht mal eben kurz warten muss, aber es lohnt sich absolut. Und wenn man doch zu Hause schauen will online, dann gibt es unsere Online-Shop und da kann man auch wunderschöne Produkte von den verschiedenen Ausstellern finden. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Ich würde sagen, wir zwei gehen jetzt noch mal ein bisschen ohne Kamera noch ein bisschen rum, denn ich glaube, man kann gar nicht alles zeigen. So vielfältig und vielseitig ist ja alles. Trotzdem bis hierhin schon mal vielen Dank, dass du uns so ein bisschen kleine Eindrücke verschafft hast hier von eurer Messe, von Garten- und Winterträume hier in Überherrn. Sehr spannend. Dankeschön und viel Erfolg. Ach, Moment mal, eine Frage noch. Wie sieht es denn aus mit nächstem Jahr? Kommt ihr wieder? Sicher. Wir planen natürlich traditionsgemäß über Christi Himmelfahrt wieder mit Gartenträumen hier zu sein, mit dem tollen Angebot von Pflanzen, worauf, glaube ich, alle Liebhaber hier in der Region immer warten und auch mit dem ganzen anderen Angebot rundherum. Also wir freuen uns schon riesig und lass uns jetzt noch einiges entdecken. Also wir freuen uns jetzt auf alle Besucher und werden sicherlich im nächsten Jahr auch wieder hier präsent sein. Dann viel Erfolg noch und viel Spaß vor allem und ja, bis spätestens nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.